Matip schwärmt von Klopp. Nach dem Champions-League-Sieg hat Liverpools Innenverteidiger seinen Coach in den höchsten Tönen gelobt. Klopp ist der entscheidende Faktor. Er hat die Mannschaft zusammengestellt und dahin geführt, wo sie jetzt steht. Keine Frage, Kloppo ist der Vater dieses Triumphs. Der deutsche Trainer sei ein Menschenfänger, der mit seiner Begeisterung ganz Liverpool oder vielleicht sogar ganz England erobert hat. Nach dem verlorenen Finale im letzten Jahr konnten die Reds diese Saison zum ersten Mal seit 14 Jahren wieder die Champions League gewinnen. Neymar zum Saisonauftakt wieder fit. Der französische Meister Paris Saint-Germain hat bekannt gegeben, dass ihr Flügelstürmer zum Trainingsauftakt zur neuen Saison wieder fit sein wird. Wie der Club mitteilte, fällt Neymar mit einer Verstauchung im rechten Sprunggelenk für 4 Wochen aus. Bei Brasiliens 2:0-Testspielsieg über Katar wurde der 27-Jährige verletzt ausgewechselt und verpasst dadurch die Copa America in seinem Heimatland. Benfica muss João Félix wohl verkaufen. Das Wunderkind von Benfica Lissabon wird in der nächsten Saison wohl bei einem neuen Verein spielen. Benfica-Präsident Luis Felipe Vieira machte klar, dass dem Verein bei entsprechenden Angeboten nichts anderes übrig bliebe, als Felix zu verkaufen. Wenn jemand 120 Millionen Euro bietet, braucht man nicht mehr von einem Verbleib zu träumen, so der 69-Jährige. Neben Manchester City und United sollen wohl auch Chelsea und Atletico Madrid Interesse am portugiesischen Youngster haben.